Wenn wir vollendet am Throne Gottes stehen, alle gewaschen in Jesu Blut und sehen, alle gekleidet in seine Weiß und Rein, oh, wie wird's uns dann sein? Herrlich verklärt, Halleluja! Herrlich, herrlich, Halleluja! Herrlich verklärt, Halleluja! Auf ewig dahin. Wenn wir vollendet am Throne Gottes stehen, staunend den Reichtum der Gnade an uns sehen, die uns erhoben ins Paradies hinein, oh, wie wird's uns dann sein? Herrlich verklärt, Halleluja! Herrlich, herrlich, Halleluja! Herrlich verklärt, Halleluja, auf ewig daheim. Noch uns umhüllet der Erde Pilgerkleid, doch unsere Heimat ist droben uns bereit. Gläubig erschauen wir schon den Lichtenschein, bald werden wir dort sein. Herrlich verklärt, Halleluja! Herrlich, herrlich, Halleluja! Herrlich verklärt, Halleluja! Auf ewig daheim. Eins der nächsten Lieder, was wir gemeinsam singen wollen, ist ein Lied, was Opa erwähnt hat, dass es eins seiner Lieblingslieder ist. Das ist im Liederbuch die 289. Im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. An Schönheit wird mein Herz sich dort erfreuen. Und wenn ich in die Ewigkeit zum Himmel werd eingehen, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbetend werd ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ja, ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe einst das Perlentor, es strahlt so hell und klar. Ich sehe einst das wunderschöne Heim. Ich sehe einst den weißen Thron und auch die Engelschar. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbetend werd ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ja, ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe einst die Lieben dort in jenem Himmelsland und viele, die mit mir dann ziehen heim. So mancher wartet dort auf mich an jenem goldenen Strand. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Der Erste.
Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbetend werde ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ja, ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ein russisches Lied darf dann auch nicht fehlen bei den gemeinsamen Liedern. Das wäre dann in diesen Mappen hier die Nummer 30. Где нету гроз, не мучит страх, превыше звезд на небесах, желанный дом и мир красот, в краю родном спасенный ждет. У вечный дом, где радость и свет, у вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас в вечный дом. У вечный дом, где радость и свет, у вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас в вечный дом. Там неземной ликует хор, течет река живой воды, там чистотой сияет взор, награда ждет за все труды. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас в вечный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас в вечный дом. Угасший день взойдет светлей, наполнит Бог хвалою сам, своих родных, своих друзей, мы там найдем у ног Христа. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас в вечный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет нас в вечный дом. Alle Anwesende, liebe Trauernde, mein herzliches Beileid, wie alle Verwandten, die heute versammelt sind. Wir sind heute versammelt, begleiten den letzten Weg von Bruder Waldemar. Ich möchte, dass wir alle uns doch trösten in der Hoffnung, weil das Wort Gottes verspricht uns eine Hoffnung. Lasst uns aufstehen und wirklich bitten, dass Gott segnet den Trauergottesdienst. Amen. Nimm bitte Platz. Wir hören das Lebenslauf. Ja. Ich verlese den Lebenslauf von Waldemar Naumow. Waldemar Naumow wurde am 1. November 1920 als ältester Sohn der Familie Anna und Wassili Naumow in Omsk geboren. Dort lebte er zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern in großer Armut und Hunger. Er musste zusammen mit seiner Mutter weite Wege zurücklegen, um für die Familie Nahrungsmittel zu besorgen. Waldemars Schulzeit war bereits nach der 4. Klasse beendet. Im Jahre 1940, im Alter von 20 Jahren, ging Waldemar Naumow in die Armee. Dort diente er bis zum Jahr 1947 und erlebte auf schreckliche Art und Weise den Zweiten Weltkrieg mit. Während seiner Dienstzeit erlernte er noch den Beruf als Schuster. Nach einer Verletzung im Bein
durfte er zu seiner Familie zurückkehren. Nach dem Dienst in der Armee arbeitete Waldemar bis zum Jahr 1956 als Heizer auf einer Dampflokomotive, wobei er in 24-Stunden-Schichten mit eigenen Händen Kohle in den Ofen schaufeln musste. In den Jahren danach erlernte er die Berufe als Schmied und als Wein- und Obstgärtner. Zuletzt arbeitete er als Schlosser in einer Weinfabrik. Am 1. Oktober 1949 heiratete Waldemar Naumow mit Ida Ernst, für die er bis zu seinen letzten Tagen ein treuer und hilfsbereiter Ehemann war. Gott schenkte Waldemar und Ida Naumow 10 gemeinsame Kinder, von denen eins im Alter von 6 Monaten verstarb. Schon kurz nach der Hochzeit machten sie sich gemeinsam auf die Suche nach einer lebendigen Glaubensgemeinschaft. In einer baptistischen Gemeinde fanden sie den wahren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus und schlossen dort 1950 durch die Wassertaufe den Bund mit Gott. Über eine Schwester im Herrn erfuhren sie über die Geistestaufe und Waldemar wurde im Jahre 1953 persönlich mit dem Heiligen Geist versiegelt. Von diesem Tag an war sein Haus der Ort, an dem sich täglich Menschen zum Gebet versammelten und Bekehrungen und Geistestaufen erlebten. Durch Waldemar Naumow entstand eine große Erweckung in seiner Verwandtschaft und Nachbarschaft. Im Jahre 1987 siedelte Waldemar Naumow mit seiner Frau von Alma Atar nach Deutschland um und kam nach Pforzheim. Dort lebten sie 7 Jahre und zogen 1993 nach Kloppenburg und im Jahre 2000 nach Mollbergen. Im Jahr 2011 verloren Waldemar und Ida ihren ältesten Sohn Nikolai Naumow nach schwerer Krankheit. Nach einem halbjährigen Aufenthalt in Kanada bei ihrer jüngsten Tochter Nelly Schwarz im Jahr 2012 lebten Waldemar und Ida Naumow bei ihrer Tochter Lilly Bienefeld in Sevelten. Am 1. November 2020 verstarb Waldemar Naumow sehr friedlich zu Hause an seinem 100. Geburtstag. Bis zu seinen letzten Tagen half er noch liebevoll und über seine Kräfte hinaus mit, seine Frau Ida zu pflegen. In seinem Leben war er ein sehr fleißiger und hilfsbereiter Mensch. Er scheute keine Arbeit und baute auch so manches Haus zusammen mit seinen Kindern. Mit seinem großen handwerklichen Geschick diente er seinen Kindern und Mitmenschen bis ins hohe Alter. Auch hier in Deutschland diente Waldemar Gott mit der Verkündigung seines Wortes und beständigem Gebet für seine Kinder und Enkelkinder. Auf dem Kirchenbau dieses Gemeindehauses hier in Emstöckerfeld im Jahre 2008 war Waldemar als Nachtwächter aktiv. Waldemars Leben war geprägt von tiefer Erkenntnis Gottes durch sein lebenslanges Erforschen der Bibel. In der Bibel war er zu Hause und kannte zu jeder Frage eine Antwort mit dem Ausspruch Tak napisana. Er war ein großes Vorbild und hat uns allen vorgelebt, dass uns die Treue zu Gott und seinem Wort glücklich ans Ziel bringt. Er selbst schaute furchtlos und mit freudiger Erwartung seinem Tod entgegen. Waldemar Naumow hinterlässt seine Ehefrau Ida 8 Kinder, 92 Enkelkinder, 338 Urenkel und 18 Ururenkel.
Das Leben fordert mich, der Druck ist fast zu schwer. Die Klagen mehren sich und Zweifel nagen sehr. Doch wenn ich daran denk, dass Jesus bald erscheint, dann weichen alle Sorgen, weil wir mit ihm vereint. Bald werden wir ihn sehen, oh welche Freude, was wir hier nicht verstehen, wird offenbar. So schau zu diesem Herrn, er hilft dir immer gern. Der Tag ist nicht mehr fern, bis wir ihn sehen. Der Himmel ist verhängt, Probleme türmen sich, gar keiner an mich denkt und niemand tröstet mich. Doch Jesus kennt mich gut, er sieht die tiefste Not. Ich kann ihm ganz vertrauen, im Leben und im Tod. Bald werden wir ihn sehen, oh welche Freude, was wir hier nicht verstehen, wird offenbar. So schau zu diesem Herrn, er hilft dir immer gern. Der Tag ist nicht mehr fern, bis wir ihn sehen. Wenn manchmal mein Verstand noch keinen Ausweg sieht, dann fass ich Gottes Hand, die mich nach oben zieht. Der Himmel ist mein Ziel, die Krone liegt bereit. Die Kämpfe gehen vorüber, es kommt die Ewigkeit. Bald werden wir ihn sehen, oh welche Freude, was wir hier nicht verstehen, wird offenbar. So schau zu diesem Herrn, er hilft dir immer gern. Der Tag ist nicht mehr fern, bis wir ihn sehen. Hiob, 14. Kapitel, erste zwei Verse und dann der fünfte Vers. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt, und wie der Schatten flieht er und kann nicht bestehen. Liebe Trauernde, wir haben gehört, Lebenslauf von Bruder Waldemar. In unseren Augen, in menschlichen Augen, ist es natürlich ein langes Leben. 100 Jahre, ein hohes, schönes Alter. Aber im Vergleich zu der Ewigkeit ist es ein ganz kurzes Leben. Und jeder Mann Gottes sagte hier folgende Worte, dass diesen Weg werden wir alle gehen. Das, was wir heute sehen, das werden wir alle gehen. Keiner bleibt nicht. Und er sagte, dass das Leben ist, also die andere Übersetzung sagt, ist mit Unruhe gesättigt. Und wenn wir so das Lebenlauf von Bruder Waldemar zugehört haben, sein Leben war ein unruhiges Leben. Von Kindheit auf, die unsere Väter mussten das Durchleben kämpfen um das Leben. Suchen die Nahrung, um das Leben zu erhalten. Er selber hat Krieg miterlebt. Er selber hat er mir auch erzählt, dass er auf der Front war, und wir haben gehört, wo er dann verletzt war, hat er die Front verlassen, musste verlassen. Volles Unruhe. So ist das Leben des Menschen. Und doch haben wir gehört, im Lebenslauf, der hat eine Ruhe gefunden.
Und diese Ruhe hat er gefunden an den Herrn Jesus Christus. Und das ist unsere Hoffnung. Trotz als Verwandten hier, wie als Gemeinde in Trauer sind, trotzdem haben wir diese Hoffnung, dass er eine Ruhe gefunden hat. Und die Ruhe bei dem Herrn Jesus Christus. Keiner von uns wirklich kann was Größeres finden, als das bei Jesus Christus zu sein. Sind seine Tage bestimmt? Sind seine Zahl, seine Monate bei dir? Und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann? Wir sehen, also Gott hat bestimmt Ziel, Tage und Monate. Und ich habe so über Bruder Waldemar nachgedacht, Tag der Geburt und Tag des Todes. Ganz genau bestimmt. Ganz genau. Und nicht ein Tag länger und nicht ein Tag kürzer. Ich war noch beim Besuch, glaube Monat oder Entschuldigung, Woche oder zwei Wochen. Eine Woche, ja. Wir haben noch miteinander geredet. Natürlich, ich habe gemerkt, irgendwie wird Bruder Waldemar so schwächer. Aber man hat keiner gedacht, dass es so schnell wird. Aber wir sehen, wie das Wort Gottes hier sagte, bei Gott ist der Tag bestimmt, Monat bestimmt und das Jahr bestimmt. Und er sagte, keiner geht das rüber, auch nicht einer. Deswegen verhilfe uns Gott, dass wir wirklich, die wir heute da sind, am Leben sind, verstehen, wie auch der Mann Gottes sagte, meine Zeit steht in deine Hände. Und das wusste Bruder Waldemar ganz genau. Also die letzten Jahre, wo er bei uns in der Gemeinde war, er wusste ganz genau, wem er sein Leben anvertraut hatte. Und er wusste ganz genau, wem er wirklich glaubte. Und er hat auch wirklich seine Zeit Gott anvertraut. Weil er wusste, dass Gott über sein Leben bestimmt. Und Gott ist der, der wirklich also über jeden Einzelnen uns bestimmt. Unseres Leben. Und liebe Trauernde, das ist ganz wichtig, dass wir wirklich heute solche Beispiele haben, heute solche Väter haben, die von uns gehen und wirklich hinterlassen eine Spur. Wenn ich so im Saal reingucke, das ist eine große Schar der Menschen, die Bruder Waldemar hinterlassen hat, für denen er gebetet hat, für denen er gesorgt hat und in Wahrheit wirklich hilfsbereit. Wie oft habe ich gesagt, Bruder Waldemar, ihr seid ja schon älter, also ihr müsst schon zur Ruhe kommen. Hat er immer gesagt, paka magu, budu pamagat. Und das ist wirklich ein Vorbild für uns. In hohem Alter, immer hilfsbereit. In hohem Alter immer anwesend. Er liebte die Gemeinde und war immer da. Ich kann mich nicht erinnern, dass er Gottesdienste einfach so durchgelassen hat, außer nur, wenn er krank war. Dass er Gebetsstunde durchgelassen hat. Immer wieder, ich stehe hier und sehe sein Bild hier, also bei Familie Binnefeld. Er saß immer vor mir. Immer vor mir. Und immer voller Hoffnung. Volles Vertrauen. Er hatte einen lebendigen Glauben. Und diesen Glauben hat er wirklich im Wort Gottes also festgehalten. Wir haben gehört von Bruder Waldemar im Lebenslauf, diese Worte hat er mir immer wieder auch gesagt, Tag napisana, so steht es geschrieben. Und für ihn war das Ja und Amen. Er hat nicht versucht, irgendwas Neues, er hat nicht versucht, korrigiert, sondern für ihn war das Wort Gottes Ja und Amen, Tag napisana. Und so hat er auch geglaubt und so hat er auch genommen und von da aus hat er auch seinen Glauben gelebt. Wirklich einen wahren Glauben auf den Herrn Jesus Christus. Volle Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus, die er wirklich auch also gelebt hat. Die er auch mir einmal diese Worte also zitiert hatte, im Gespräch, wo wir mit ihm gesprochen haben. Er hatte volle Hoffnung, volles Glaubens. In 2. Korinther, 5. Kapitel, lesen wir solche Worte. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir ein Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und das hat er mir ganz bewusst gesagt. Ganz bewusst sagte, когда ты хижи на разрушится, мы имеем дом на небесах. Er sprach immer Russisch,
deswegen zitiere ich auch seine Zitaten russisch. Der hatte diesen festen Glauben. Er hat keinen Zweifel nicht. Er wusste ganz genau. Und heute ist diese irdische Hütte zerfallen. Heute begleiten wir ihn den letzten Weg. Aber er hat, wie ich schon gesagt habe, geglaubt, dass er ein Bau hat bei Gott, ein Haus, der ewig ist. Und das ist wirklich eine Hoffnung, die doch durch den ganzen Trauer uns eine Freude gibt, dass wir wirklich so eine Väter begleiten, die den Glauben gelebt haben. Nicht mit Worten, sondern auch in der Tat. Wirklich bezeugt haben. Man konnte ihm immer ansehen, diese ruhige Gestalt und volles Glauben überzeugt. Sieht man nicht immer so viele Menschen, aber bei ihm konnte man das wirklich immer ansehen. Volle Überzeugung auf den Herrn Jesus Christus. Und das ist das, was er in dem Wort Gottes auch also geschöpft hat. Denn dazu seufzen wir auch und sehen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die von Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben, der uns aber dazu bereitet hat. Das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir leben, wohnen, weilen wir fern von den Herrn. Denn wir wandeln in Glauben und nicht in Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim sein bei den Herrn. Dazu setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor der Richterstuhl Christi, damit jeder sein Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Leibesleben, er sei gut oder böse. Liebe Trauernde, das Wort Gottes ist heute zu uns gerichtet. Und das Wort Gottes sagte, es ist ganz wichtig, im Leben zu verstehen, dieser feste Glaube, was Bruder Waldemar gelebt hat, diese Sicherheit. Und das Wort Gottes sagte, dass wir wollen bekleidet sein und nicht nackt befunden sein. Und dieses bekleidet oder überkleidet ist wirklich der feste Glauben an den Herrn Jesus Christus. Diese volle Sicherheit in diese kurze Zeit, die uns Gott gibt, hier auf Erden zu leben. Und dieses Leben hier auf Erden ist uns gegeben, wirklich vorbereitet, dass der Tag des Abscheidungs uns nicht überrascht. Wir haben gehört von Bruder Waldemar, es war ihm nicht überrascht. Er wartete auf das. Er wartete auf die Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus. Er war sich sicher, er wird nicht nackt vor ihm erscheinen, sondern er wird überkleidet. Er war sich sicher, dass dieses Vergängliche wird verschlingen von dem Leben. Deswegen hat er auch keine Angst nicht. Jesus sagte einmal solche Worte zu Maria, wer stirbt, der wird leben. Und das glaubte Bruder Waldemar. Und deswegen hatte er auch keine Angst nicht von den Toten, sondern er war sich sicher. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei den Herrn. Dazu seufzen wir auch und dazu setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder im Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Das war eigentlich sein Verlangen. Ein Leben führen, das Gott wohlgefällig ist. Und das war immer sein Seufzen, wirklich, Gott wohlgefällig zu leben.
Und deswegen war er auch so sicher in dem, weil er nach dem Wort Gottes lebte. Weil er bemüht hatte, sich also nach dem Wort Gottes Gott gefallen. Liebe Trauernde, heute ist das Wort Gottes nicht mehr zu Bruder Waldemar gerichtet, sondern zu uns, die wir als Nachverwandten sind. Lasst uns wirklich diesem Beispiel folgen. Lasst uns wirklich diese Worte zu Herzen nehmen und verstehen, dass also der Mensch, der von einer Frau geboren ist, hat eine bestimmte Zeit. Und diese Zeit wird keiner nicht überschreiten, auch nicht einer, die festgesetzt ist bei Gott. Und die wird genau dann passieren, wie Gott es festgesetzt hat. Aber in dieser kurzen Zeit ist es wichtig zu verstehen, dass wir also ein Haus haben, der ewig im Himmel ist. In dieser kurzen Zeit ist wirklich den festen Glauben zu haben, dass wir also nicht nackt befunden, sondern dass wir überkleidet werden. Und in dieser Zeit eine Sicherheit haben, dass wir ewiglich leben werden bei den Herrn. Und das alles, Geschwister, fasst in eins, wenn wir ein wohlgefälliges Leben führen, dann sagt uns dieses Wort eine Garantie auf ein Wiedersehen. Und das wünsche ich mir und euch alle, dass wir wieder Bruder Waldemar sehen in dieser Herrlichkeit bei Jesus Christus. Dass wir ihn, lasst uns wirklich in dieser Hoffnung, Geschwister, nicht allzu trauern, sondern verstehen, also es ist von Gott bestimmt und Gott wollte es so haben. Und für uns ist ein Weg, dass wir oder eine Möglichkeit geben, wir werden ihn sehen im Himmel. Gott segne uns alle. Amen. Hätte ich dich nicht gekannt,
Ja, liebe Trauernden, ich möchte auch als allererstes mein herzliches Beileid und Mitgefühl aussprechen allen Verwandten, Familie Nauma, dieser großen Verwandtschaft. Ja, wir verstehen alle, dass gar nicht alle hier sein können. Ich hatte, glaube ich, irgendwie noch im Hinterkopf über 300 Urenkelkinder, ja, die heute wahrscheinlich alle nicht da sein können, weil wir in diesen, in diesen Verhältnissen das gar nicht feiern können oder halten können, so einen Abschied. Aber ich denke, uns ist allen bewusst, es ist ein Mann Gottes heimgegangen, der auf Gott vertraut hat, der immer mutig durchs Leben gegangen ist. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, wenn er gepredigt hat. Er hat sehr entschieden immer gesprochen, immer sehr klar, ja, immer sehr, sehr mutig war sein Wort der Ermutigung an die Gemeinde, ja, fest zu bleiben, treu zu bleiben, dem Herrn zu dienen, im Glauben voranzugehen. Und ja, vergessen sind die schweren Stunden, haben wir gerade gehört in diesem Lied, die letzten Zeilen in Gottes großer Herrlichkeit. Ich denke, auch er hat jetzt keine schweren Erinnerungen mehr an vielleicht seine schwere Kindheit, an die schweren Kriegsjahre, die er durchlebt hat, an die schlimmen Zeiten in seinem Leben, sondern er darf heute im Lichte Gott schauen, und das ist etwas Wunderbares. Und darum denke ich, dass auch uns alle das tröstet, dass wir wissen, er ist heimgegangen zu dem, an den er geglaubt hat, auf den er, an den er seine Hoffnung setzte, und für dieses Ziel hat er sein Leben lang gelebt. Ich möchte einige Verse lesen aus dem Prediger, dem 7. Kapitel. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, die ich auf Beerdigung lese, die einfach auch zeigt, dass der Tag des Todes eigentlich, wenn wir mit Gott leben, ein guter Tag ist. Ja, kein Trauer, sondern in dem Sinne ein guter Tag. Hier heißt es, Prediger, 7. Kapitel, von Anfang: Ein guter Ruf ist besser als gute Salbe. Und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen. Und der Lebende nehme es zu Herzen. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Liebe Trauernden, liebe Brüder und Schwestern, alle Anwesenden. Ja, hier heißt es, ein guter Ruf besser als gute Salbe. Ja, und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. Ich denke, wenn die Eltern bei der Geburt von Bruder Waldemar gewusst hätten, wie viele schwierige Stunden er im Leben gehabt hat, oder wenn sie das am Anfang gewusst hätten, hätten sie vielleicht gleich um sein Leben getrauert. Sie hätten vielleicht sich große Sorgen gemacht. Wie wird er das überstehen? Kriegsjahre, Hungersnot, Schwierigkeiten. Aber wenn ein Mensch am Ziel ankommt, dann ist das alles vorbei. Und hier heißt es, der Lebende nehme es zu Herzen. Wir haben schon gehört, dieses Wort, das wir heute sprechen, ist nicht für Bruder Waldemar bestimmt. Es ist für uns bestimmt. Der Lebende soll es zu Herzen nehmen. Und ich denke, gerade bei einer Beerdigung ist es so wichtig, dass wir in uns kehren, dass wir in uns hineinschauen. Wie ist mein Leben? Wie ist mein Weg? Was werde ich hinterlassen? Ich denke, wir werden dieses Lied heute vielleicht noch hören, aber es ist eins der Lieder, was eigentlich auf keiner Beerdigung fehlt und fehlen sollte. Das Lied, was wir immer wieder singen: Die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Und ich denke, das ist für uns heute, dieses Wort, für uns heute, wenn wir auf den Lebensweg von Bruder Waldemar schauen und die Frage stellen, wie wird mein Ende sein? Wie wird meine Spur sein, die ich hinterlasse, wenn ich aus diesem Leben scheide? Es war diese Tage, ich weiß nicht, war es gestern oder vorgestern, da hatten wir mit meiner Frau gefrühstückt, und sie hat mir ein Bild von einem Mann aus ihrem Dorf gezeigt,
der auch vor kurzem jetzt verstorben ist. Und sie erzählte mir so ein Erlebnis, sagt, sie hatten sich irgendwo mal getroffen und dann hat dieser Mann ist auf sie zugekommen und hat zu ihr gesagt, ich kenne dich. Sie hat ihn angeguckt, sagt, ich kenne dich aber nicht, ich weiß nicht, wer du bist. Und er sagt, ich kenne aber dich und ich kenne deinen Vater. Und dein Vater war ein guter Freund von mir. Und er war ein guter Mensch. Er hat eine gute Spur hinterlassen. Ist dir, und da ist mir noch einmal bewusst geworden, ja, ihr Vater ist schon lange tot, auch schon lange in der Ewigkeit. Aber es begegnen einem immer wieder Menschen, die sagen, er hat eine gute Spur hinterlassen. Er hat ein gutes geistliches Erbe hinterlassen. Ja, und ich denke, liebe Trauernden, gerade bei einer Beerdigung, ja, sollte unser Gebet sein, Herr, hilf mir, mein Leben bis ans Ende treu zu bleiben. Treu zu bleiben. Ja, hier heißt es in diesen Versen, Trauern ist besser als Lachen. Denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Ja, das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert. Und das Herz der Toren dort, wo man sich freut. Da zeigt sich das Ende aller Menschen. Und der Lebende nehme es zu Herzen. Ich denke, Schwestern, es ist für uns heute wichtig, dass wir das Leben von Bruder Waldemar betrachten. Wie hat er gelebt? Was für eine Spur hat er hinterlassen? Und dass wir auf unser Leben schauen und uns die Frage stellen, wie ist es bei mir? Kann ich auch so sicher sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? Ich habe diese Bibelstelle gerade auch herausgesucht, wo Bruder Valentin von Hiob gelesen hat. Und im Hiob im 19. Kapitel, da lesen wir diese Verse, wo Hiob noch in diesem großen Schmerz war, aber er konnte sagen, aber ich weiß, das ist Hiob 19. Kapitel vom 25. Vers, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Hiob hatte zu dieser Zeit einen sehr schweren Lebensweg. Er hat in großem Leid hat er trauern müssen, aber in all diesem Schmerz hat er sagen können, meine Augen werden meinen Erlöser sehen. Ich werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen. Und er sagt, danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Trauernden, alle, die wir heute sind, hier sind, ich wünsche, dass wir alle auch so sprechen könnten. Ja? Auch wenn vielleicht unser Leben nicht so einfach verläuft, vielleicht nicht so einfach wie bei jemand anders. Wir vergleichen uns ja oft gerne mit anderen, ja, und schauen, wem es besser geht und wem es leichter geht. Hiob war hier in einer sehr schweren Phase seines Lebens. Aber eins war für ihn sicher, ich weiß, mein Erlöser lebt und meine Augen werden ihn schauen, ich werde ihn sehen und ich werde einmal vor ihm stehen. Und danach, sagt er, sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Ich wünsche es uns allen, ich wünsche es mir, ich wünsche es euch, liebe Brüder und Schwestern, alle Anwesenden, dass wir mit dieser Sicherheit, mit dieser Überzeugung durchs Leben gehen können, so wie Bruder Waldemar, ja, der sagen konnte, meine Augen werden ihn sehen. Ich werde bei ihm sein. Ich werde ewig ihn schauen. Dass wir mit dieser Gewissheit durchs Leben gehen, mit diesem Glauben durchs Leben gehen und diesen Glauben auch weitervermitteln an die nächste Generation. Ja, wir sehen auch in der Verwandtschaft Naumov sehr viele, die auch diesem nachfolgen. Kurzem haben sich einige bekehrt. Ich bin Gott sehr dankbar dafür. Ja, auch wieder einige dazugekommen in Friseute, hier auch in unserer Gemeinde, ja, die diesem Beispiel folgen, dem Herrn nachfolgen jetzt. Deswegen lasst uns jetzt noch einmal gleich ins Gebet gehen. Ja, wir wollen noch einmal mit unseren ganzen Gedanken, unsere ganzen Gedanken zum Himmel richten. Wie ist mein Leben? Wie wird mein Ende sein? Was für eine Spur werde ich hinterlassen? Und dass wir wirklich mit innigstem Herzen bitten und beten, Herr, hilf mir, ein gutes Ende zu erlangen, einen guten Abschluss im Leben zu erreichen und eine gute Spur zu hinterlassen.
auch für meine Nachkommen, für meine Kinder und Enkelkinder, vielleicht Urenkelkinder, so viel Gott uns geben wird. Deswegen lass uns noch einmal uns erheben und Gott um seine Gnade bitten, dass wir auch dieses Leben gut beenden mögen mit Gottes Hilfe, der Geist. Amen. Liebe Trauernde, wir werden unseren Verstorbenen jetzt zu der Ruhestätte bringen. Deswegen möchte ich jetzt bitten, dass die Sargträger und die Kranzträger jetzt nach vorne kommen. Hier wird gleich Beisetzung sein. Im Hintergrund hört man den Kindergarten.
Ganz freudig, wir sind 50 Leute an Beerdigung teilnehmen. Unsere Anwendungen haben Erfolg gezeigt. Ja, das wird ja jetzt gemessen, sagt Andreas. Also, es ist witzig. Und dann hat er geschrieben, also 50 plus offizielle. Und das ist falsch angeordnet. Es steht nicht in Verfügung drin. Es steht nur 50 von uns. Und er zählt Erfolg. Die Kanzlerin kommt alle nach vorne.
hier, wir alle alle schon. So, und dann hier. Die am Ende stehen, nimm die Seile. Die in der Mitte stehen, nimm mit der rechten Hand den Ball raus. Aber nicht um die Hand rumwickeln, ne? So, jetzt geht's sich an. So, hoch. Und langsam. Ja, liebe Kinder, Enkelkinder. Wir sind zusammen, weil wir Abschied nehmen. Unser Bruder ist heimgegangen, ist nicht mehr unter uns. Wisst ihr, ich kann mich auch noch erinnern an den Zeiten der Verfolgung, wo wir auch zusammenkamen in Babailovka, in Simintjonovka, wie er da gelebt hat. Ja, in diesen Gottesdiensten, wo Bruder Waldemar noch gepredigt hat. Diese Zeiten sind vorbei. Wir haben Krieg, verwundet, ja, wo manche nicht gehofft haben, dass er noch gut leben wird, aber Gottes Gnade hat ihn hindurchgeführt, trotz seinen Fehlern, Problemen und Schwierigkeiten. Hindurchgetragen. Gott hat ihn bis ans Ende getragen. Zum Schluss seines Lebens hat er gesagt, er glaubt an Jesus Christus. Zum Schluss hat er gesagt, er glaubt an den, der für ihn gestorben ist und auferstanden ist. Und das ist der Sieg in seinem Leben gewesen. Die glaubt bis zum letzten Bodenzug. Die glaubt und gehofft auf das Zukünftige, auf das, was Gott verheißen hat. Wir lesen in Philipper Kapitel 3, Vers 10 und 11. Ihm möchte ich erkennen die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seines Leidens und so seinem Tod gleichgestellt werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Ihm möchte ich erkennen. Und das war das Verlangen von Bruder Waldemar gewesen. Ihm zu erkennen, wovon ihm hat er immer gepredigt, um zu gelangen zu der Auferstehung der Toten. Wir glauben, dass Bruder Waldemar irgendwann gelangen wird zur Auferstehung der Toten, weil es die Verheißung Gottes ist, die Verheißung seines Wortes ist. Und er hat fest daran geglaubt, ist immer wieder zu diesem Wort zurückgekommen. Und deswegen, liebe Freunde und liebe Geschwister, liebe Gemeinde, alle, die wir heute hier uns versammelt haben, Abschied zu nehmen, wir müssen sagen, wir feiern den Sieg Jesus Christus auch über den Tod. Ja, deswegen trösten wir uns heute untereinander mit diesen Worten.
dass er leben tut und heute bei allen Heiligen ist. Das ist unsere Hoffnung und deswegen trauern wir, aber nicht so wie die, die keine Hoffnung haben, sondern wir haben eine Hoffnung auf ein Wiedersehen, auf eine Begegnung in den Himmel, da wo Gott uns alle erwarten tut. Gott und Jesus Christus wollte, dass wir da sollen sein, wo er ist, das heißt im Himmel. Jesus Christus ist auf der rechten Hand Gottes und erwartet alle Heiligen, alle, die hier an ihn glauben tun. Deswegen, es kommt ein Tag, wo die Toten aus den Gräbern verstehen werden. Es kommt ein Tag, wo die Gemeinde entrückt wird und wir sich in den Wolken begegnen werden und mit ihm in der Ewigkeit sein werden. Immer, für alle Zeiten, für alle Ewigkeiten in der Ewigkeit werden sein. Deswegen, Gott segne uns. Ich möchte mich heute an allen uns wenden. Auch die vielleicht nicht in der Gemeinde sind, die diesen Weg vielleicht verlassen haben. Ich denke eben, diese Corona-Zeit lasst uns zeigen, wie schnell sich vieles in unserem Leben ändern kann und dann das Ende kommen wird. Bekehrt euch zu Gott. Ich denke, euer Vater hat sich das gewünscht, eure Mutter, die noch leben tut, hat sich das gewünscht, eure Oma und eure Opa haben sich das gewünscht, dass ihr alle zu Gott kommt. Ich denke, ihr habt heute die Zahl der Urenkelkinder gehört, die Zahl der Enkelkinder gehört. Es ist ein Zeichen gläubiger Menschen. Deswegen, ihr seid nicht für den Tod berufen, sondern ihr seid berufen zum ewigen Leben. Deswegen, Gott gibt euch allen Gnaden, dass ihr zurückfinden möchtet, ein jedes zurückfinden möchtet, zu der Gemeinde, zu Gott. Und einmal, genauso wie eure Opa gesagt hat, ich glaube. Und das ist das Siegel unserer Rettung. Lasst uns jetzt zusammen hier am offenen Grab noch ein Gebet sprechen. Ja, zu Gott kommen, dass Gott uns allen Gnade mitgeben. Dass keiner diese Gnadenzeit versäumen möchte, die Gott uns einfach so darschenken wird, durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir werden beten. Vater, wir kommen zu dir. Und Gott, du kennst uns, du siehst uns. Und Schöpfer, wir sind deine Schöpfer, deine Kinder. Wir sind deine Schöpfung. Wir stehen hier heute und begleiten unseren Glaubensbruder, Herr, der aus unserer Mitte gegangen ist, Herr. Hilf uns, mein Schöpfer. Ich weiß, mein Schöpfer Gott, dass deine Gnade uns alle bedecken wird, Herr. Und deine Gnade unaussprechlich groß ist, Gott. Erbarm dich, mein Herr Schöpfer. Jesus, hilf du uns. Wir wollen dich dienen. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich preisen. Wir wollen dich ehren, mein Schöpfer. Hilf uns, du stehst bei. Denn dich wollen wir danken, dich wollen wir ehren, dich wollen wir anbeten und wollen deinen Namen verherrlichen. Und danke für alles, was unser Vater gesund und der Heilige Geist. Unser Vater in den Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unsere Schuldigen vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir werden unseren Toten der Erde übergeben. Der Sterbliche muss anziehen in die Unsterblichkeit. Das Verwesliche muss anziehen in die Unverweslichkeit. Und der Tod ist verschlungen in den Sieg. Wir schließen unseren Trauergottesdienst mit der Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied und während dieses Liedes können wir schon beginnen mit dem Abschied. Ja? Mit dem Verabschieden. Gott segne euch alle. Die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und rufe mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass deine Du kannst
Von ferne ein Land. Unser Glauben, so kann es wohl sehen, und von Jesus geführt an der Hand, wird sein Volk dort in Frieden eingehen. Alter Wald, oh wie schön, werden wir Jubelt ein Gehen, bald ja bald, oh wie schön,
hineingehen. Dort singt alles in Wonne und Glück. Und auch sie ist dem Heiland zu. Alle Sorgen, die weichen zurück. Dort ist himmlische ewige Ruhm. Bald ja bald. Werden wir auch dort jubelnd eingehen.